Bogenschützen hatten immer eine wichtige Bedeutung in der Militärgeschichte. Doch es gibt nur wenige Bogenschützeneinheiten, die an die Bedeutung und an die unfassbare Effizienz der englischen Langbogenschützen herankamen. In der Blütezeit der englischen Langbogenschützen waren sie vollkommen gefürchtete Maschinen, die Tod und Schrecken verbreiteten. Heute tauchen wir wieder ein in ein Video über Militärstrategie und Militärgeschichte. Damit wir aber zu den englischen Langbogenschützen kommen, müssen wir zuerst einmal klären, was war ganz allgemein gesagt der Sinn und Zweck von Bogenschützen. Natürlich gibt es da ganz feine Unterschiede und ist abhängig von der Strategie, der Taktik, die Zeit, in der man ist, die Formation, in der man ist und so weiter. Aber ganz grob gesagt war die Hauptaufgabe vom Bogenschützen, die gegnerischen Einheiten unter Beschuss zu nehmen, bevor es zum Nahkampf kam und die Formationen aufeinanderprallten. Macht ja auch Sinn, da sobald einmal die Nahkampftruppen aufeinander krachen, es ein riesen Durcheinander ist und entsprechend die Gefahr groß ist, dass man die eigenen Leute trifft. Entsprechend war die wichtigste Einsatzzeit von Bogenschützen, bevor es zum Nahkampf kam. Natürlich konnte man Bogenschützen auch ganz anders einsetzen, beispielsweise um strategisch wichtige Stellungen unter Beschuss zu nehmen, damit gegnerische Truppen diese Position in einer Schlacht nicht einnehmen konnten. Oder aber um als Verteidiger die Erstürmung einer Burgmauer zu erschweren. Generell variierte die Nutzung sehr, sehr stark. Die englischen Langbogenschützen aber kamen im Hochmittelalter auf. Und das Aufkommen der englischen Langbogenschützen änderte die Kriegsführung Europas in seinen Grundfesten. Es ist jetzt wichtig zu wissen, dass ihr erster Einsatz im großen Rahmen während des Hundertjährigen Krieges stattfand zwischen Frankreich und England. Die Franzosen hatten eine riesen Anzahl an Kavallerieeinheiten von schwer gepanzerten Reitern auf Pferden. Man spricht auch von der Blütezeit der Kavallerie und die Franzosen waren extrem stolz darauf. Vor allem französische Adlige und Ritter dominierten die Schlachtfelder Europas. Und herkömmliche Bögen hatten gegen die schweren Panzerungen der Reiter keine Chance. Was den englischen Langbogen aber so tödlich machte, war, dass es eine extreme Durchschlagskraft hatte und sogar schwer gepanzerte Reiter niederschoss. Die Franzosen, die das nicht erwarteten, wurden dadurch, dass große Teile der Armee der Engländer im Hundertjährigen Krieg von Langbogenschützen bestand, immer wieder vernichtend geschlagen. Was aber das Ganze für die Franzosen noch weiter verschlimmerte, war, dass die Langbogenschützen meistens einfache Bauern waren. Und für den Adel und die Reiter der Franzosen war das nur eine weitere Demütigung, da aus ihrer Perspektive einfaches Bauernvolk in der Lage war, Armeen von Rittern und Adligen niederzumähen. Hinzu kam, dass die Reichweite des englischen Langbogens bis zu 350 Meter aufbringen konnte. Und das war im Hochmittelalter extrem. Im Gegensatz zu Armbrüsten aber, welche die Franzosen vor allem nutzen, konnte der Langbogen auch extrem schnell nachgeladen werden. Dadurch konnte eine Armee aus Langbogenschützen ganze Einheiten von Rittern unter einem Pfeilregen im Blut ertrinken lassen. Die wohl bekannteste vernichtende Niederlage, der den Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich überhaupt anfing und in dem die Franzosen von den englischen Langbogenschützen so vernichtend geschlagen wurden, war die Schlacht von Crécy. Die Schlacht von Crécy fand am 26. August 1346 statt. Edward III., der König von England, verwüstete schon seit längerem die Ländereien Frankreich. Als der französische König Philipp VI. Am 26. August die Engländer zur Schlacht stellte, bezogen beide Armeen Stellung. Die Franzosen waren dabei der englischen Armee stark zahlenmäßig überlegen. Obwohl die Franzosen nach langer Verfolgung stark erschöpft waren und kaum Schlachtordnung eingenommen hatten, vertrauten sie auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit und ihre extrem schwer gepanzerte Kavallerie. Es ist wirklich erstaunlich, ist, dass Edward III., also der König von England, selbst seinen eigenen Rittern befahl, von den Pferden abzusteigen und sich auf einen Kampf zu Fuß vorzubereiten. Gleichzeitig bezogen über 6000 Langbogenschützen der Engländer Stellung. Die Franzosen schickten zuerst ihre Armbrustschützen voraus, da es gewöhnlich war, zuerst die Fernkampfeinheiten vorzuschicken. Die Reichweite kam aber nicht im Ansatz an die englischen Langbogen heran. Schnell begannen die Armbrustschützen die Flucht, doch ihre Leichen übersäten das Schlachtfeld schon sehr schnell. Als die französischen Reiter losstürmten, metzelten sie viele der Armbrustschützen, die ihnen entgegengerannt kamen, nieder. Sie warfen den Armbrustschützen nämlich vor, dass sie aus Feigheit vor den Engländern fliehen würden. Doch das verschlimmerte nur ein Problem, das die Franzosen sowieso hatten. Mehr und mehr Leichen der Armbrustschützen von der französischen Armee übersäten bald das Schlachtfeld. Entweder niedergeschossen von den Engländern oder aber niedergemetzelt von den eigenen Reitern. Und diese Leichen behinderten natürlich den Ansturm der Kavallerie, da sie überall im Weg der Pferde lagen. Dadurch verlangsamte sich der Ansturm und die englischen Langbogenschützen
Bogenschützen konnten die Reiter noch einfacher niederschießen. Denn es heißt, dass ein gut trainierter Langbogenschütze bis zu 10 Pfeile pro Minute verschießen konnte. Und da waren verdammt viele gute Bogenschützen. Gleichzeitig füllte sich das Schlachtfeld auch immer mehr mit den eigenen Pferden und den eigenen Reitern, was es den anderen Reitern, die nachkamen, noch schwerer machte anzugreifen. Historische und archäologische Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 150.000 Pfeile an dem Tag verschossen wurden. Es war eine vernichtende Niederlage der Franzosen. Auch wenn wir die genauen Zahlen nicht wirklich mit Sicherheit sagen können, gehen Schätzungen davon aus, dass an dem Tag bis zu 10.000 Franzosen fielen. Und auf englischer Seite gehen selbst die höchsten Schätzungen nicht von mehr als 1.000 toten Engländern aus. Viele Schätzungen gehen sogar davon aus, dass vermutet wird, dass es weniger als 100 tote Engländer gab. Und die Effizienz der Langbogenschützen sollte sich wieder und wieder und wieder zeigen. Gerade in der Anfangsphase des Hundertjährigen Krieges. Tatsächlich wird sogar angenommen, dass neben den Schweizer Söldnern mit der Hellebarde die englischen Langbogenschützen der zweite Hauptgrund waren, weswegen die Blütezeit der Kavallerie in Europa zu Ende ging. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso haben die Franzosen nicht auch angefangen, Langbogenschützen zu benutzen? Der Grund dafür ist, dass, ich sag mal, im Gegensatz zum normalen Bogen oder der Armbrust, der Umgang mit dem Langbogen extrem viel Training brauchte. Und dabei spreche ich davon, dass man schon als Kind anfangen musste, damit zu trainieren. Eine Zeit lang war das Langbogenschützen der Nationalsport in England und Väter waren gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Söhnen den Umgang mit dem Langbogen beizubringen. Kleiner Funfact am Rande. Und das ist nur reiner Mythos. Aber es ist nicht unmöglich, dass Robin Hood mit seinem Langbogen einer der Hauptgründe dafür war, wieso im englischen Volk die Begeisterung für den Langbogen so aufkam und so stark präsent war. Denn Robin Hood und sein Langbogen waren ein Symbol dafür, dass selbst Leute vom einfachen Volk mit einem Langbogen sich eigentlich sehr gut schlagen können. Und dazu kam natürlich, dass Robin Hood ein Volksheld war. Klar, darüber, ob Robin Hood auch wirklich existiert hat, darüber kann man streiten. Selbst wenn er nicht wirklich existiert hat, wissen wir aus Geschichten und Legenden aus dem Mittelalter, dass Robin Hood trotz allem ein extrem angesehener Volksheld in der Bevölkerung war. Und diese Geschichten hatten sicher ihren Einfluss. Aber egal, zurück zum Thema. Das Kuriose ist nämlich, dass die Nutzung des Langbogens irgendwann plötzlich stark zurückgeht. Vermutet wird, dass es daran lag, dass die Schusswaffen immer mehr aufkamen. Und auch wenn der Langbogenschütze durchaus immer noch mehr Schaden anrichten konnte als eine Schusswaffe von der damaligen Zeit, war es für die Engländer halt immer noch einfacher und schneller Leute mit Schusswaffen zu trainieren, als sie zu zwingen, jahrelang Bogenschießen zu lernen. Und mit den wandelnden Generationen sank wahrscheinlich auch das Interesse am Langbogen mehr und mehr. Doch was auch immer es war, der Einsatz von englischen Langbogenschützen hatte definitiv einen fundamentalen und grundlegenden Einfluss auf die Kriegsführung des hochmittelalterlichen Europas und war mitverantwortlich dafür, dass das Ende der Blütezeit der Kavallerie in Europa eingeleitet wurde. Doch bis heute gelten die englischen Langbogenschützen als eine der tödlichsten und effizientesten Einheiten ihrer Zeit. Wenn nicht sogar als eine der tödlichsten Einheiten der ganzen Geschichte. Vor allem mit einer Besonderheit. Es war keine Waffe des Adels, es war eine Waffe des einfachen Volkes.